Willkommen zurück, Freunde, in Stage Nummer 4 von Kirby's Adventure Wii. Hier gibt's eine ganze Menge Zauberzahnräder und das erste ist gleich mal richtig krass. Wir müssen den Schlüssel transportieren und wenn wir den Schlüssel haben, verfolgen uns diese Viecher und wollen uns umbringen. Okay, wir sind aber gut entkommen. Wir kriegen gleich mal die Bomberman-Fähigkeit. Oder die Bombenfähigkeit halt. Bomben! Wo auch immer wir einen Zaubererhut dabei aufhaben oder so. Also für mich ist das auf jeden Fall ein Zaubererhut. Was können wir hier eigentlich alles? Wir können es ja halten, schmeißen. Ach okay, wenn wir einmal drücken, halten wir es ja. Wenn wir nach oben drücken. Konnte man den nicht auch irgendwie aufpumpen oder so? Ich weiß nicht. Ist ja auch wurscht, so. Wir haben genug Bomben. Ach, wir können es auch rollen. Sehr schön. Okay, jetzt aber erstmal so weiter und schauen, dass wir sie nicht verlieren. Ich glaube, die wollen wir behalten. Oder? Na. Ja, ich behalte jetzt einfach mal. Ist egal. Ja, da kannst du lang fegen. Da stell dich einen Typen rein zum Fegen. Mitten in den Treibsand. Das ist schon. Das ist ja schon eine Frechheit. Und nein, ich brauch die Fähigkeit, Boah, zum Glück. Ich bin jetzt schon wieder halb tot. Wie zur Hölle geht das? Okay, vielleicht weil ich nicht aufpasse. Das könnte ein Grund sein. Okay, rein da. Ups, wir wurden nicht erwischt. Ich weiß aber auch nicht, ob wir überhaupt Schaden bekommen können davor. Weil ich mach jetzt erstmal dich kaputt. Geh kaputt, Mann. Was mache ich denn für den Mist? So, das wollte ich machen. Okay. Wir legen hier eine Bombe hin. So. Und dann rennen wir da runter. Wow, das war knapp. Okay, ich dachte, das wird nix. Und haben das erste Zauberzahnrad. Okay, ich muss mich jetzt langsam echt schon konzentrieren. Das ist ja krass. Also, es wird doch schwerer. Wer hätte es gedacht? Okay, aber damit ist auch dieser Abschnitt hier geschafft. Und, oh, jetzt gehen die Dunkelheitsspielchen los. Die hatten hier wieder so geile neue Ideen in dem Kirby-Spiel. Das ist, ich liebe es. Und ja, jetzt hier dieses Dunkelheitsspielchen. Boah, wir müssen die Kerze nehmen, sonst sehen wir nichts. Das Blöde ist, wenn wir die Kerze tragen, dann können wir natürlich nicht angreifen und so weiter. Aber ja, wir wollen ja auch was sehen. Okay, falscher Weg. Und mit der Kerze kann man auch Eis schmelzen. Das heißt, man braucht Sioux, um eventuell Zauberzahnräder zu bekommen. Wieder hinten, deswegen darf ich sie nicht verlieren. Ich glaube, da ist Eis. Nein? Okay, aber wir können trotzdem was kaputt machen. Hermit! Und das Level schreit doch nur danach, dass hier wieder ein, wie heißt's, eine Ultrafähigkeit kommt. Hatten wir jetzt auch schon wieder eine Zeit lang nicht mehr. Was, meine Kerze ist aus? Nein! Huch, hier brauchen wir, war da irgendwo ein Wasserviech gewesen? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Okay, gut. Machen wir es einfach mal. Ich lade schon mal auf. Ah, wir kriegen eins, das ist gut. Okay, und mit dem Boomerang ist es ja einfach, den zu besiegen. Können wir wenn man in die richtige Richtung schaut. Na, näher hin. So, können wir richtig schönen Schaden drücken. Weil wir einfach seine ganzen Angriffe abblocken können. Oh, außer den da, ja. Ein bisschen denken vorher, Kirby. Ja, damit. Feuer! Ah, er hat ihn geblockt, verdammt. Jetzt wollte ich so einen epischen Kill machen. Na gut, aber es geht auch so. Zack. Ja, mit der Fähigkeit. Okay, und jetzt können wir ganz vorsichtig das Feuer ausmachen. So, indem wir drauf spotzen. Können wir nicht auch irgendwie mehr spritzen? Oh, das geht ja auch. Ja, stimmt, wir konnten ja auch so fliegen. Jetzt hätte ich fast was eingesammelt. Das wäre fail gewesen. Wisst ihr was, ich gehe lieber. Sicherheitshalber. Ich darf die Fähigkeit echt nicht verlieren. Okay, wisst ihr was? Ich lasse das Leben liegen. Ich muss echt nicht alles mitnehmen. So. Ich hoffe jetzt echt, da war am Anfang kein Power-Up gewesen. Das wäre so fail gewesen. Oh, nein. Oh, Kirby. Kirby, schnapp's dir. Puh. Okay, ein bisschen langsamer vielleicht. Dann kommen wir hier auch durch. So. Nein. Nicht immer warten und dann bei der Hälfte vom Warten einfach weitergehen. Das ist auch die perfekte Taktik. Ja, und hier ist auch noch ein neues Item, und zwar der Unsichtbarkeitsdiamant-Dingens. Ja, wenn wir den haben, dann sehen uns die Gegner nicht. Wir können trotzdem noch Schaden bekommen, wenn wir sie berühren, und wir können durch solche Unsichtbarkeitswände durchlaufen.
Muss halt schauen, weil wenn man getroffen wird, dann verliert man das Ding. Und ich glaube, der zerbricht. Ich weiß es gerade nicht mehr ganz. Bin mir jetzt nicht sicher. Ja, aber das ist jetzt quasi die Einführung, dass es dieses Item gibt. Deswegen ist es halt nicht zu schwer, an das erste Zauberzahnrad zu bekommen. Und ja, wir kommen da nicht durch ohne. Jetzt werden wir auch wieder attackiert von den Gegnern. Deswegen, vorsichtig. Okay, wir kriegen gleich wieder ein One-Up von unseren Sternen. Das ist sehr schön. Und jetzt wette ich, dass jetzt dann eine Ultra-Fähigkeit kommt wahrscheinlich. Yay, ein One-Up. Zack, wir kappen die Seile einfach. Nochmal. Und wir sind die Kanonen hilflos. Okay, Oh, wir kriegen das Superschwert. Sehr schön. Ja, das Ultraschwert. Super kreativer Name, by the way. Haben sie sich echt einiges einfallen lassen. Na gut, aber ich will nicht meckern, es ist immer noch geil. Ach so, und wir, das war eine Plattform, okay. Damit zermalmen wir jetzt einfach mal alles. Tut mir leid, du Typ. Aber wir müssen hier auch irgendwie Tetris spielen. Wow, der hat uns fast getroffen. Okay, nach unten. Ich finde es auch schön, dass die hier nicht wieder... In manchen Spielen ist es ja so, dass man die Leitern irgendwie nur immer so langsam hoch und runter klettert. Ich finde das immer so nervig. Und finde das gut, dass man hier einfach rutscht quasi, damit man sich nicht ewig aufhält. Weil das zieht das Spiel einfach immer nur irgendwie lang und es ist uninteressant und ja. Das haben die hier schon richtig gemacht. Okay. Jetzt aber aufpassen, dass ich nicht irgendwas durchschneide, was ich nicht durchschneiden will. Weil da bauen die jetzt immer mehr so Sachen ein, wo man schauen muss. Okay, hier passt schon alles. So, zack. Ihr Kanonen macht mir gar nichts. Ja, und da ist auch schon der Dimensionsschlitzriss-Dingens. Ich weiß immer noch nicht, wie es heißt. Ich sag einfach mal, ab jetzt sage ich einfach Dimensionsriss. Das hört sich ganz gut an. Oh, wir müssen nach links. Okay, das Ding hat einfach mal aufgehört. Danke, warum auch immer, aber es hat... Gut, ich bin schon froh, sonst wäre ich jetzt... Ich dachte wirklich, ich war mir jetzt sicher. Das wird unser erster Tod, dachte ich mir jetzt. Aber auf einmal hört dieses Ding auf. Auch gut. Okay, da ist die Frage, lohnt sich das jedes Mal, das so zu machen, oder... Ja, ich glaube, es ist schon gut. Okay, hier aber auch trotzdem aufpassen. So. Man, wir sollten uns schon ein bisschen beeilen, glaube ich. Okay, Feuer frei! Wir müssen ja hier nicht irgendwas sammeln, wir müssen einfach nur durchkommen. Das ist die Hauptsache. Okay, oh ja, das ist wichtig, dass wir das kaputt schießen. Sonst hätten wir eine Menge Zeit gebraucht. Schnell! Puh! Oh, das setzt einen richtig schön unter Druck. Ich mag das. Da fühlt man sich gefordert. Auch wenn das Ding dann mal absichtlich langsamer läuft, weil es war ja gerade schon langsam, das muss man schon zugeben. Was war das nochmal? Achso, Boomerang, ja, den Boomerang nehmen wir doch. Oder? Ich weiß nicht. Bei einem fliegenden Gegner. Ja, nehmen wir ihn einfach mal, komm. Oh, okay, aber hier können jetzt der Boden kaputt gehen. Das, ja, hätte ich mir denken können. Hätte ich mir doch nur das Schwert nehmen sollen, egal. Wir parken das auch so. Wir werden natürlich schon so dumm sein und da irgendwie reinfallen. Wow, ich habe ihn noch erwischt. Okay. Okay, er bleibt da. Ich dachte, die Zette geht vielleicht noch runter. Gut, er macht wieder seinen sehr wirkungsvollen Angriff in der Halbzeit, wenn er halb K.O. ist. So. Momo. Verdammt, ich wusste, dass mich das erwischt. Da, komm her. Okay, gut. Zum Glück ist da noch kein Loch im Boden. Das wäre sehr schlecht, weil sonst wäre jetzt schon mein Item weg gewesen. Und ich wäre wahrscheinlich schon tot gewesen. Na, flieg. Okay, wir haben ihn, Leute. So gut wie. Also, ich sollte ihn jetzt dann noch nicht... Jawohl, okay. Ich hätte es mir nochmal voll erwischt und wir brennen, aber... Ja, meine Zauberzahnräder in Stage 2-4. Yay! Okay, Herde meiner Fähigkeit. Und nichts wie raus aus dem Level. Wir haben noch eine Maxi-Tomate gefuttert. Und... Ey, heißt das, wir haben die zweite Welt komplett, oder was? Also, Zauberzahnräder komplett. Ich glaube ja. Dann machen wir im nächsten Part nur noch den Boss und wir haben sogar die zweite Welt zu 100%, Alter. Ich hätte das nie gedacht, dass wir das alles im First Try sammeln. Geiles Zeug. Und wir haben schon wieder den Sprung geschafft. Ach, ich glaube, ich habe jetzt heute mal echt eine Glückssträhne. Na gut, her mit den 30 Sternen. Schade, sonst gab es immer ein One-Up. Okay, komm. Wir finden so viele Sterne, da muss ich mich jetzt nicht beschweren. Okay, was passiert hier? Oh, ein Star-Auftritt von dem Boss-Level. Wer hätte es gedacht? Yay, alle Zauberzahnräder. In Level 2. Ah, eine neue Prüfung. Die Python-Prüfung.
Okay, Freunde, ja, wenn euch der Part bisher gefallen hat und ihr mich unterstützen wollt, dann würde ich mich über eine Bewertung sehr freuen. Und naja, dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis dann, Leute, und haut rein!